Herzlich willkommen zu einem neuen Quick Check. Heute wieder mit mir, Niklas, und dem Spiel Damnation von Codemasters. Codemasters ist bekannt geworden durch den Fantasy-Ego-Shooter Jericho, den vielleicht einige kennen. Damnation basiert auf der neuen Unreal Engine, was ja mich zuerst zurückschrecken ließ, da die eigentlich Spiele mit Unreal Engine oftmals nicht gerade in Verkaufszahlen glänzen, liegt vielleicht daran, also dass das Spiel jetzt die Unreal Engine hat, dass die Entwickler das Geld fehlt oder einfach keinen Bock haben, man weiß nicht. Auf jeden Fall, das war schon mal das erste Manko. Als ich das Intro sah, mein erster Eindruck, what the fuck? Helgarn Soldaten treffen auf Mischung von Altair und Prince of Persia. Also praktisch Killzone meets Assassin's Creed. Als ich dann das erste Mal die Coop-Kampagne gespielt habe, kam noch meets Resident Evil 5 dazu, da halt typische Mann und Frau, Coop und noch Partner Rätsel lösen oder Türen öffnen zu zweit. Ja, zur Storyline aus dem Intro konnte ich zur Story des Spiels überhaupt nichts entnehmen. Tales durcheinander. Roboter treffen, also Monster, Schwertkämpfer, Soldaten mit Maschinengewehren, Panzer, erinnert ein bisschen auch ans Dawn of War Universum. Zum Gameplay, es ist ein Third-Person-Shooter mit Einlagen von Spezialkräften, wie zum Beispiel durch Telekinese Gegner hinter Felswänden oder Häusern zu erkennen. Das Spielprinzip unterscheidet sich jedoch von normalen, gängigen Third-Person-Shooter. Man kann nämlich nicht von Deckung zu Deckung laufen und es ist auch kein Stealth-Game wie Splinter Cell oder Metal Gear Solid. Das Gameplay ist halt, es basiert halt darauf, das Spielprinzip, dass man rusht, also stürmt und somit die Gegner ausschaltet und was dann wieder das ganze Spezialkräften von wegen taktisch Vorgehen auch wieder unnötig macht eigentlich. Was das Gameplay aber wirklich auszeichnet, sind die Klettereinlagen, von denen es wirklich reichlich im Spiegel und die wirklich das am meisten Spaß machen. Da muss ich die Entwickler wirklich loben, das ist wirklich, haben wir wirklich toll hingekriegt. Zur Grafik, es ist Grafik ist wirklich veraltet, es sieht aus wie ein PS2 Remake-Titel, der ein wenig gerendert wurde. Also auf jeden Fall keine Next-Gen-Grafik. Jedoch haben die Entwickler viel Wert aufs Game Design gelegt. In einigen Levelabschnitten wunderschöne Landschaften, zum Beispiel Gebirgsschluchten mit Bergarbeitersiedlungen, wunderschöne Fantasy-Welt. Ja, da muss man die Entwickler auch wirklich nochmal loben, finde ich sehr schön gemacht. Mein Fazit: Damnation grenzt sich wie Jericho von allen anderen typischen Videospielen aus. Es ist ein komplett neues Spielprinzip, was es so jetzt ähnlich noch nicht wirklich gab und somit auch nichts für den Durchschnitt. Gamer. Wer jedoch über die Grafik hinwegsehen kann und auf wirre Fantasy-Welten steht, kann selbst bei Damnation nichts verkehrt machen. Das war's für mich. Bis zum nächsten Mal.